Die international renommierte Schauspielerin Maxi Blaha ist bekannt für ihre erfolgreichen Soloprogramme. Zum 100. Todestag von Gustav Klimt hat sie ein Theatersolo ins Leben gerufen, in dem sie seine Muse Emilie Flöge verkörpert. In dieser Rolle tourte sie bereits durch Europa, Japan, die USA und sogar Australien. Sie hat uns heute einen dazu passenden Gegenstand mitgebracht. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Schauspielerin Maxi Blaha und ich darf Ihnen unsere Expertin Frau Fabi Gahn vorstellen, unsere Jugendstil-Expertin. Guten Abend. Da haben wir jetzt zwei ganz tolle Sachen, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich eine Zeitung aus dem Jahr 1918. Wie sind Sie zu dieser Zeitung gekommen? Richtig, also es handelt sich bei beiden Stücken, die ich mitgebracht habe, um Bühnenrequisiten. Das eine ist eine Zeitung eben aus dem Jahr 1918, die einige Tage nach Gustav Klimts Tod erschienen ist. Ich war auf der Suche nach einer Todesanzeige von Gustav Klimt im Rahmen meiner Recherche für dieses Stück, das ich im Belvedere uraufgeführt habe, anlässlich des 100. Todestags. Und ich glaube, auf der Seite 12, ich habe es mir vorhin nämlich angeschaut. Ja. Es ist nämlich interessant, dass die Seiten früher eben nicht gebunden waren. Lose, dass sie lose waren, das erklärt doch. Tatsächlich habe ich dann ein Exemplar geschenkt bekommen, von einer Originalzeitung, in dem eben diese Todesanzeige drinnen war. Weil ich wollte lesen, wie das angekündigt war. Und ich war in ganz vielen Museen und habe mich bei allen Tageszeitungen gemeldet. Und die hatten das alle nur digital mehr. Mhm. Und dann hat mir eine Frau das irgendwie zukommen lassen, die wusste, dass ich auf der Suche bin. Mhm. Wenn man es kurz vorliest, die tief trauernden Hinterbliebenen geben Nachricht, dass Herr Gustav Klimt, Maler, Mittwoch, den 6. Februar, 1918 um 6 Uhr morgens nach kurzem schweren Leiden im 56. Lebensjahr verschieden ist. Ja, das ist unglaublich. Und das war das eine Requisit, das ich eben auf der Bühne verwenden durfte. Als Jugendstilexpertin ist das für Sie wahrscheinlich ein großartiges Fundstück. Ja, toll, oder? Toll. Ja, es macht die ganze Sache viel lebendiger einfach. Aber Sie verwenden es nicht auf der Bühne, weil da zerschneiden Sie ja die Zeitung und das wäre ja zu kostbar. Ja, ich muss gestehen, ich verwende eine sehr gute Kopie davon auf der Bühne und das liegt zu Hause in meinem Schreibtisch. Mhm. Sie sind ja Darstellerin der Emilia Flöge, also eine der Musen von Gustav Klimt und haben auch Alma Mahler dargestellt, eine andere Muse von Gustav Klimt. Und haben uns dazu auch ein wunderschönes Requisit mitgebracht, nämlich die Kette von Emilia Flöge. Ja, also die Frau Flöge war ja eine Modeschöpferin und Modepionierin. Und durch ihr Reformkleid ist sie weltberühmt geworden. Und diese ganzen Damen, habe ich gelesen, die rund um diese Sezessionszirkel da auch irgendwie tätig gewesen sind, haben sich ja auch selbst als sogenanntes Gesamtkunstwerk hergerichtet. Und da gehörte auch der Schmuck dazu, was ich in der Recherche erfahren habe. Das ist natürlich nicht das Original, meine Damen und Herren, weil nämlich das Original ist in New York. Genau. Und ist unglaublich viel wert. Genau, das haben wir im Jahr 2016 versteigert hier im Dorotheum. Geschätzt war es mit 60.000 bis 80.000 Euro und es ist fast für 200.000 Euro versteigert worden. Das Original, wenn Sie es einmal sehen möchten, im Vergleich zu der Kette, hier ist der Katalog. Ganz kurz, wenn ich darf. Bitte. Ja, es ist eine sogenannte Muff-Kette. Sie ist zweireich. Ja. Und sie besteht eben aus Silber. Es sind sehr feine, rechteckige Plättchen. Sie sehen das hier auf der Abbildung. Wir haben ja natürlich jetzt das Original nicht mehr, weil es eben im Besitz dieses Sammlers ist. Mhm. Und es zeichnet sich eben sehr typisch aus durch die Geometrie der Frühzeit der Wiener Werkstätte. Und diese ungeheure Feinheit, wenn man diese Kette in den Händen hält, die ist einfach einzigartig gewesen. Hatte Emilie Flöge ein spezielles Faible für Schmuck? Auf jeden Fall kann man
sich denken, denn sie hat mindestens 10 Schmuckstücke von Gustav Klimt geschenkt bekommen in der Zeit zwischen 1903 und 1906. Das waren alles Unikate und sie hat sie teilweise doppelt getragen. Also es gibt Abbildungen, wo sie diese Muffkette trägt mit einer zusätzlichen Kette, auch noch einen Ring der Wiener Werkstätte und noch eine Brosche. Es sind alles Geschenke von Klimt an sie. Sie war gleichzeitig Modell eigentlich für diesen Schmuck. Sie war Verkäuferin in ihrem Modesalon der Schwestern Flöge. Und sie war eine exzellente Verkäuferin, Modell. Sie war Repräsentationsobjekt dafür. Und man kann eigentlich schon ablesen, dass sie eben diesen Schmuck nicht nur gerne verkauft hat, sondern einfach auch sehr gerne getragen hat. Und sehr extravagant getragen hat. Und Frau Blaha, Sie haben das auf der Bühne auch sehr schön immer wieder übernommen, diese Tragweise dieses Modeschmucks. Ja, ich fand das ganz mutig. Und also, dass diese Frauen damals auch behauptet haben, einfach für sich, sie sind jetzt Teil dieses Gesamtkunstwerks, indem sie diese Kleider haben und diesen Schmuck auch, der ein wesentlicher Bestandteil war, und eigentlich bahnbrechend waren und den Schmuck auch in eine ganz andere Richtung gebracht haben und auch die Mode eigentlich. Genau, das war einfach der Reformcharakter dieser Zeit. Also das war einfach wirklich ein großer Umbruch in der Zeit der Wiener Werkstätte. Zu Beginn an eben durch Koloman Moser, der diese Kette eben entworfen hat, der eher stärker aus dem Grafischen kam, was man auch erkennen kann an den Entwurf, im Gegensatz zu Josef Hoffmann, der mehr architektonisch einfach gearbeitet hat. Ja, und eben zusammen mit diesen sehr locker fallenden Reformkleidern hat das eben sehr spannende Gegensätze dann auch erzeugt. Frau Blaha, Sie haben den Besitzer ja kennengelernt in New York. Durften Sie diese Kette dann auch sehen oder tragen sogar? Also diese Kette ist ja eben der anderen nur sozusagen angeglichen irgendwie vom Stil her. Also es ist kein und sie sollte sehr widerstandsfähig sein, weil ich mich auf der Bühne auch umgezogen habe und sehr viel sozusagen aufgeführt habe mit dieser Kette. Und sie hat das auch 200 Vorstellungen lang ausgehalten. Und ziemlich zum Schluss meiner Vorstellungsserie habe ich in New York in Ronald Lauders Galerie, wo unsere berühmte Adele hängt, gespielt. Und dann war doch tatsächlich der Besitzer der echten des Originals in der Vorstellung und hat mich nachher angesprochen und mir eben auch angeboten, dass ich jetzt das Original anschauen darf. Ja. Und das haben Sie dann natürlich auch natürlich gemacht. Natürlich, ja. Wunderbar. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Paraphrase, eine Umformung des Leitgedankens der Wiener Werkstätte. Es ist eine sehr schöne, sorgfältige Arbeit. Mhm. Es zeigt aber auch sehr deutlich den Unterschied. Den soll es auch einfach zeigen. Genau. Ja, genau. Wir wollten das nicht kopieren, sondern ganz genau auf die Bühne bringen und irgendwie ein richtiges Requisit. Sie wollten einfach auch ein Statement damit setzen, ein vergrößertes Statement, ein sichtbares. Ja, und vielleicht ist ja diese Kette eines Tages auch ganz, ganz viel wert, wer weiß. Wer weiß. Weil sie Maxi Blaha getragen hat. Das kann natürlich sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dankeschön für Ihre Expertise.